Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich möchte heute einen Hefezopf machen, und zwar einen Butterhefezopf. Meine Frau hat sich den jetzt gewünscht. Ich habe auch gedacht, dass ich Hefezopf schon, keine Ahnung, schon vor langer Zeit gemacht habe. Jetzt habe ich mal nachgeschaut und ich habe tatsächlich noch keinen gemacht. Deswegen wird Zeit und jetzt machen wir mal einen Hefezopf. Für meinen Hefezopf habe ich mir Folgendes hergerichtet. Ich habe hier einmal 300 Gramm Weizenmehl. Der Type 405 oder 550, das ist egal. Dann habe ich mir noch hergerichtet 80 Gramm Butter, zimmerwarm, 60 Gramm Zucker. Bei mir ist es Rohrzucker. Ihr könnt natürlich normalen Zucker hernehmen. Soweit ich weiß, ist der Süßungsgrad gleich, also einfach 1:1 ersetzen. 12 Gramm Hefe, Salz. Salz darf natürlich auf keinen Fall fehlen. Es gibt ja viele, die denken, wenn ich einen süßen Teig mache, darf kein Salz rein. Das ist natürlich völlig falsch. Sobald Hefe im Spiel ist, brauche ich Salz, weil die Hefe diesen Gegenpol braucht. Ansonsten wird es von der Bräunung nicht so schön und eher unförmig. Also es wird nicht gleichmäßig hoch, sondern es wird mal so wellenförmig. Deswegen darf man auf keinen Fall Salz weglassen, auch vom Geschmack her. Darf man Salz nicht weglassen, weil man das auch schmeckt, ob im Teig Salz drin ist oder nicht. Dann habe ich hier noch ein Ei und 120 Milliliter Milch. Ich habe jetzt bei allen Zutaten darauf geachtet, dass sie Zimmertemperatur haben. Das heißt, ich habe sie vor ungefähr einer Stunde raus, habe sie bei Raumtemperatur stehen lassen und jetzt kann ich sie auch verarbeiten. Warum achte ich auf sowas? Es ist einfach so, wenn ich jetzt kalte Milch dazu gebe und kalte Butter. Und das Ei ist auch noch aus dem Kühlschrank. Erstens tut sich die Maschine bei der Butter schwer, weil die dann so hart ist, dass sie gescheit verrühren kann. Das heißt, ich muss länger kneten. Und zweitens ist es so, dass ich die Hefe damit zu stark abkühle. Und wenn ich euch jetzt sage, ich warte jetzt 45 Minuten und ich habe alles bei Raumtemperatur draußen und ihr tut es aus dem Kühlschrank raus, dann ist bei 45 Minuten höchstwahrscheinlich noch gar nichts passiert. Da müsst ihr dann schon eine Stunde, Stunde 15 oder vielleicht sogar eineinhalb Stunden warten, bis ihr dann dasselbe Ergebnis habt, wie ich jetzt nach 45 Minuten. Deswegen alles bei Raumtemperatur und dann ist es überhaupt kein Problem. Das ist ja ein Hefeteig, auch ein relativ schwerer Hefeteig, weil ja Butter, Zucker, Ei und Milch drin ist. Und den kann ich jetzt kräftig kneten. Ich werde den 3 Minuten bei der ersten Stufe vermischen lassen und dann 10 Minuten bei der zweiten Stufe kräftig kneten. So, mein Teig ist fertig geknetet. Den putze ich jetzt einfach nur in der Schüssel zusammen. Decke ihn mit einem Küchentuch ab und lasse ihn so 45 Minuten an einem warmen Ort stehen, damit der Teig schön entspannen kann und dass ich ihn dann gut verarbeiten kann. Bei mir sind jetzt 45 Minuten vergangen. Ich habe meinen Teig einmal auf die Arbeitsfläche getan und habe ihn dann zugedeckt. Ich will jetzt einmal schauen, wie schwer er ist. 650 Gramm. Jetzt werde ich ihn einmal durch drei teilen, weil ich ja drei Stränge brauche. Damit habe ich ungefähr 215 Gramm, die ich brauche. So, jetzt wirke ich sie einmal aus. Schön fest drücken, denn ich brauche schon Spannung im Teig. Die Stränge soll man schon erkennen und die sollen ja nicht flach werden. So kann man es natürlich auch machen. Das sieht jetzt bei mir vielleicht etwas leichter aus, als es bei euch ist, wenn die Stränge dann auch um die 200 Gramm haben. Denn ich habe recht große Hände und dann geht es eigentlich ohne Probleme. Wichtig ist halt nur einmal ein bisschen rund oder einmal rund und natürlich Spannung in den Teig. So, jetzt mache ich die Stränge auch gleich lang. Also ich schlage es ein, ziehe es nach hinten, ziehe es nach hinten und roll es ein bisschen aus. Jetzt kriegt es wieder Pause. Dasselbe auch hier einschlagen. Einschlagen, ein bisschen ausrollen und natürlich auch hier.
immer ein bisschen Mehl nehmen. Jetzt tue ich den Teig wieder etwas ausrollen. Immer ganz behutsam. Wenn man spürt, der Teig mag irgendwie nicht mehr, dann aufhören. Dann nehme ich mir den nächsten und wieder den nächsten. Jetzt geht es wieder von vorne los. So, und jetzt nähern wir uns auch schon quasi dem Finish, denn ich möchte nicht so einen Strang haben. Damit habe ich so einen Zopf und da sind die Stränge recht dünn. Das heißt, er ist zwar lang, aber ziemlich dünn. Damit trocknet er schnell aus. Deswegen mache ich die Stränge halt nun wirklich nicht zu lang. Ich würde sie jetzt so machen. Jetzt schaue ich natürlich, dass alle dieselbe Länge haben. So, jetzt gebe ich ein bisschen Mehl drauf, drehe sie einmal zu mir und jetzt fange ich das Flechten an. Das ist ja wie, keine Ahnung, wenn man Haare flechtet, das erste ist kein Problem. Also ich tue sie so auseinander, dann hier immer in die Mitte legen, zack. Und sobald es nicht mehr geht, kneife ich hier auch schon zusammen. Also nicht noch extra ziehen und weiter flechten, sondern fertig, dann ist halt hier Schluss. Jetzt, wie geht es jetzt weiter? Wenn ich jetzt hier... Moment, welchen habe ich? Ne, das brauchen wir gar nicht. Also das, da hört sie einfach auf zu flechten. Dann nehmt sie den Zopf, dreht ihn einmal und dann sieht man sofort, wie es weitergeht. Und da flechte ich ihn jetzt einfach runter, kneife hier zusammen. Dann habe ich ein Backblech mit Backfolie. Da kommt der Zopf jetzt drauf. Einmal ein Küchentuch drüber. Und so lasse ich ihn jetzt ungefähr eine Stunde an einem warmen Ort hergehen und dann ist er bereit für den Ofen. Eine Stunde später, richtig schön hergegangen. Schaut euch mal den Zopf an. Richtig schöne Form. Ich habe mir jetzt ein Eigelb hergerichtet. Da habe ich nur so ein Prise Salz drauf. Das verrühre ich jetzt. Und damit bestreiche ich den Zopf. Das solltet ihr auf keinen Fall weglassen. Es gibt immer so Diskussionen, lohnt sich das Eigelb da drauf oder nicht? Bräunt es wirklich so? Also ich finde schon, ich würde auch immer ein Eigelb drauf geben. Denn das Besondere an dem Eigelb, das ist ja jetzt nicht nur für die Optik, sondern dadurch, dass der Teig schneller bräunt, nimmt man den Zopf auch schneller aus dem Ofen, als wenn man das machen würde, wenn ich es jetzt nicht mit Eigelb einstreiche. Das heißt... Dann ist der Zopf länger im Ofen. Länger im Ofen bedeutet mehr Hitze. Der Zopf trocknet aus. Und ich habe halt Spaß, wenn ich den Zopf raus tue und ihn quasi esse. Dann ist es völlig okay. Aber ein paar Stunden später ist er schon nicht mehr so lustig, weil er einfach zu trocken ist. Deswegen immer mit Eigelb einstreichen. Dann kommt noch Hagelzucker drauf, bei mir ein Muss, nachdem ja jetzt auch hier die Rosinen fehlen, muss da Hagelzucker drauf. So, ich habe den Ofen auf 180 Grad auf Ober- und Unterhitze gestellt und da kommt der Zopf jetzt rein. Minuten später, schaut euch mal dieses Prachtstück an. Oh, schaut der nicht zum Anbeißen aus? Richtig toll. Oh, da freue ich mich richtig drauf. Den lasse ich ein bisschen auskühlen und dann ist er dran. Mein Zopf konnte jetzt komplett auskühlen. Und jetzt hier an der Seite sieht man, denke ich, was ich gemeint habe. Also wer würde hier nicht reinbeißen wollen? Und hier, das ist einfach matt. Nicht so ansehnlich, also da gefällt mir das mit dem Eigelb schon deutlich besser. Jetzt will ich den Zopf einmal anschneiden. Ich hoffe natürlich, dass das Pornbild nicht zu grob ist, denn wer schafft schon so einen ganzen Zopf auf einmal? Also den will man schon irgendwie zwei, vielleicht sogar drei Tage genießen. Und je größer die Poren sind, desto schneller wird er trocken. Und das möchte ich jetzt nicht.
Sehr schön, schaut euch das an. Tolles Bornbild. Wenn ich hier reindrücke, es federt sofort zurück. Schön durchgebacken. Es riecht sogar sehr schön nach Butter. Also, was will man mehr bei einem Butterhefezopf? Ich würde sagen, probiert das Rezept unbedingt mal aus. Und wie immer, schaut mal, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.